Herzlich willkommen zu meinem Pilates Detox Programm. Ich glaube, Entgiften kann man immer gebrauchen und das werden wir jetzt in diesem Programm tun und dazu legen wir uns auf die Matte. Komm nach unten. Bring die Handflächen an deinem Hinterkopf. Atme zur Vorbereitung in deinen Bauch ein. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen. Atme ein. Ausatmen, heb langsam Wirbel für Wirbel, Kopf und Schultern vom Boden ab, bis die Lendenwirbelsäule am Boden aufliegt. Einatmen, roll wieder Wirbel für Wirbel, knapp überhalb vom Boden ab. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, komm Wirbel für Wirbel nach oben, bis die Lendenwirbelsäule wirklich am Boden aufliegt. Und einatmen, wieder abrollen. Ausatmen, einatmen. Denk an dein Powerhouse, versuch wirklich dein Powerhouse zu aktivieren. Das Powerhouse aktivierst, indem du deinen Bauchnabel nach innen ziehst und versuchst, den Beckenboden etwas anzuspannen. Ausatmen und einatmen. Lass deinen Blick vorne. Abstand zwischen Kinn und Brustbein ist ungefähr eine Faustlänge. Noch ein letztes Mal. Und dann bleiben wir gleich hier oben und gehen gleich in die schräge Bauchmuskulatur. Atme hier ein, ausatmen, dreh dich nach rechts auf und versuch wirklich die Lendenwirbelsäule am Boden zu lassen. Du hebst die linke Schulter nach oben an und versuchst sie vom Gefühl her zum gegenüberliegenden Beckenknochen zu bringen, ja, diese Linie. Dann atme ein, komm wieder zur Mitte, ohne abzulegen. Ausatmen, Seite wechseln. Und einatmen. Und ausatmen. Lass die Ellbogen so geöffnet, dass du sie aus deinem Blickwinkel heraus sehen kannst. Ausatmen. Und einatmen. Und aus und ein und aus und ein. Dann bleiben wir hier in der Mitte. Wir sind immer noch oben. Versuch durchzuhalten. Die Lendenwirbelsäule immer noch fest am Boden. Wir kombinieren Mitte und zur Seite. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, wieder gerade nach oben, einatmen, ausatmen, den Bauchnabel fest nach innen ziehen und wieder zur Mitte. Dann wieder gerade nach oben, ausatmen, einatmen und aus. Wirbel für Wirbel. Denk dran, dass es in Pilates gar nicht darum geht, die Übung möglichst schnell zu machen, sondern präzise auszuführen, dass wirklich die kleinen Muskeln in deinem Körper mitarbeiten. Noch einmal nach oben, einatmen, nach rechts, zur Mitte, geradeaus, Bauchnabel fest nach innen ziehen, Powerhouse aktivieren und wieder zur Mitte. Okay. Dann einmal nach unten abrollen, die Bauchmuskeln einmal in die Länge ziehen, Arme lang ziehen, Beine lang ziehen und dann die Beine wieder aufstellen, Handflächen an deinem Hinterkopf platzieren und dann machen wir das Ganze ein bisschen schwierig, indem wir die Beine nach oben in die Stufenposition holen. Versuch auch hier wieder oben zu bleiben. Deine Knie sind genau überhalb von deinen Hüftgelenken platziert. Steck deine Füße weg. Bleib hier oben und dann versuch etwas höher zu kommen. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Aus, ein. Nochmal aus und ein. Dann nimm die Hände in deine Kniekehlen rein, die Ellbogen nach außen. Atme ein. Ausatmen, schieb deine Knie ein paar Zentimeter weg von dir und versuch etwas höher zu kommen. Halte die Position hier, atme ein und ausatmen.
wieder leicht nach unten abrollen. Einatmen und ausatmen. Schieb deine Knie weg von dir. Lass die Schultern nach unten sinken, weg von deinen Ohren. Halten und wieder nach unten ausatmen. Du siehst, ich komme so weit nach oben oder bin so weit oben, dass ich nur noch die untersten Kanten meiner Schulterblätter am Boden habe. Also nicht tiefer, sondern versuche hier oben zu bleiben. Halte diese Bauchspannung und ausatmen nach oben. Halten, einatmen, ausatmen, wieder nach unten. Einatmen, ausatmen, einatmen, halten und ausatmen nach unten. Einatmen und aus. Ein und aus. Denk dann wirklich durch den Mund auszuatmen und dabei dein Unterkiefer und deine Lippen ganz locker zu lassen. Und noch ein letztes Mal. Und aus. Und halten und wieder nach unten. Und wir bleiben immer noch hier oben. Die Handflächen an deinem Hinterkopf. Atme ein, ausatmen. Streck dein rechtes Bein nach oben aus. Einatmen, beugen. Ausatmen, das linke Bein. Einatmen. Jetzt kannst du im Wechsel rechts und links strecken. Und wenn du ein Stückchen weiter gehen möchtest, dann beide Beine gleichzeitig strecken. Nur so weit, wie es geht. Einatmen, beugen. Aus. Die Lendenwirbelsäule bleibt fest am Boden. Einatmen, beugen. Ausatmen und strecken. Einatmen. Und versuch durchzuhalten. Ausatmen. Der Bauch bleibt fest nach innen gezogen. Die Lendenwirbelsäule immer noch am Boden. Ausatmen. Und einatmen und aus und ein. Noch einmal aus und ein. Und dann kurz auf den Rücken abrollen. Zieh die Oberschenkel an deinem Brustkorb an und lass die Hände immer noch an deinem Hinterkopf. Und dann kommen wir noch einmal nach oben. Bring die Beine zurück in die Stufenposition. Atme zur Vorbereitung in deinen Bauch ein. Ausatmen, aktiviere dein Powerhouse und streck das rechte Bein entweder schräg nach vorne aus. Und wenn du es von der Bauchmuskulatur her schaffst, dann kannst du auch das Bein tiefer bringen. Einatmen, zurück. Ausatmen. Stell dir vor, dein Bein wird doppelt so lang. Einatmen. Aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Ausatmen, den Bauchnabel fest nach innen ziehen. Einatmen. Ausatmen. Und ein. Und aus. Noch ein letztes Mal. Und dann wieder auf den Rücken abrollen. Streck die Arme ganz lang aus. Dann bleiben wir hier in dieser Streckung. Fingerspitzen nach oben zur Decke. Zieh die Schultern von deinen Ohren weg. Atme ein. Ausatmen. Wirbel für Wirbel. Kopf und Schultern vom Boden abheben. Bleib hier. Atme ein. Ausatmen. Wieder auf den Rücken abrollen. Unten einatmen. Ausatmen. Halten, einatmen und ausatmen. Und unten einatmen und wieder ausatmen. Nach oben kommen, einatmen, halten und ausatmen, wieder nach unten. Und noch einmal aus, halten und nochmal nach unten ausatmen. Zieh die Arme lang nach hinten, bring deine Bauchdecke in die Streckung, sodass du auch wirklich durch diese Streckung Platz für deine Bauchorgane schaffst. Und dann lang ziehen im Wechsel. Ein Bein, einen Arm wegstrecken. Okay, dann stell deine Beine auf. Bring die Arme seitlich neben dir im Körper an. Die Handflächen am Hinterkopf, die Schultern weich nach unten sinken lassen. Ausatmen, roll dein Becken ein und heb Wirbel für Wirbel deine Wirbelsäule
vom Boden ab. Bleib in dieser Position. Deine Hüftgelenke, Knie und Füße bilden eine Linie. Schultern weich lassen und dann ausatmen, leicht nach unten abrollen. Einatmen, halte diese Position hier und wieder ausatmen nach oben. Maximal bis zwischen deinen Schulterblättern. Halte den Kopf ganz gerade, ganz ruhig, ausatmen. Einatmen, halten, ausatmen, Wirbel für Wirbel wieder nach oben kommen. Einatmen, ausatmen, Bauch fest nach innen ziehen, Powerhouse aktivieren und wieder nach unten. Halten und wieder ausatmen, nach oben kommen. Und einatmen, halten, ausatmen. Einatmen und noch einmal ausatmen, nach oben kommen. Ein letztes Mal und ausatmen. Halten und ausatmen, wieder nach oben kommen. Und dann roll Wirbel für Wirbel auf deinen Rücken ab und zieh für einen Moment deine Oberschenkel an deinen Brustkorb heran. Okay. Dann kommen wir in die Seitlage. Leg dich auf deine rechte Seite und stütz dich auf deinen rechten Unterarm ab. Jetzt kannst du bei der nächsten Übung entweder das linke Bein ausgestreckt lassen oder angewinkelt. Das überlasse ich dir. Ellbogen und Schultern sind in eine Linie. Heb deinen Brustkorb nach oben an. Bring deine linke Hand an deinen linken Beckenknochen. Und streck das linke Bein, wie gesagt, entweder aus oder hier. Atme ein, ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen und heb dein Becken nach oben an. Einatmen, halten, ausatmen, wieder nach unten. Einatmen, ausatmen, Powerhouse aktivieren und komm nach oben. Einatmen und ausatmen. Halte deinen Schulter-Ohr-Abstand und nochmal ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, halten, ausatmen, nach unten. Wenn du das linke Bein noch nicht ausgestreckt hast, dann streckst du jetzt aus, flex deinen Fuß. Bleibe hier in dieser Position, bring den linken Arm nach oben, atme ein, ausatmen, heb das Bein nach oben an, einatmen, senk dein Bein nach unten ab, ausatmen, einatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen. Noch zweimal. Aus. Und ein. Ein letztes Mal. Aus. Und ein. Winkel dein Bein wieder an. Komm nach oben. Und wir wechseln die Seite. Stütz dich auf deinen linken Unterarm ab. Immer wichtig. Zuerst den Körper gut ausrichten, bevor du eine Übung in Pilates beginnst. Schulter, Ellbogengelenk in eine Linie. Heb deinen Brustkorb nach oben an. Zieh deine Schultern von deinen Ohren weg. Auch hier wieder entweder beide Beine angewinkelt oder streck in diesem Fall nun dein rechtes Bein aus. Die Hand auf deinem Beckenknochen. Atme ein, ausatmen, komm nach oben. Einatmen, halten und ausatmen, nach unten. Unten einatmen, ausatmen. Einatmen und ausatmen.
Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Diese Übung kann man entweder so machen, dass man mit dem Ausatmen nach oben kommt, einatmen nach unten. Und wenn du genügend Kraft hast, dann ausatmen, oben halten, einatmen und ausatmen, nach unten kommen. Noch einmal. Ausatmen. Wir halten, einatmen. Ausatmen, nach unten. Denk an deine Schulter. Und wieder ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ein letztes Mal. Und ausatmen. Halten und ausatmen, wieder nach unten. So, wir bleiben hier, bringen den Arm nach oben, zieh die Schultern von deinen Ohren weg, ausatmen, einatmen, aus und senk dein Bein knapp überhalb vom Boden ab. Wenn du es zu stark im Nacken spürst, dann kannst du gerne deine Kopfposition verändern, indem du zum Beispiel den Kopf nach unten drehst. Aus und ein. Versuch wirklich aus deinem Powerhouse heraus zu arbeiten. Zieh den Bauchnabel fest nach innen. Ein Powerhouse ist das A und O beim Pilates-Training. Noch ein letztes Mal. Und einatmen. Und schon gehen wir weiter in den Vierfüßler. Keine Pause. Die Hände sind schulterbreit geöffnet, die Knie hüftbreit geöffnet. Atme ein, ausatmen. Roll dich in einen Katzenbuckel ein. Einatmen und wieder lösen. Noch einmal ausatmen und einatmen. Dann bleiben wir hier in diese Position. Atme hier ein. Versuch wirklich hier stabil zu bleiben, ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen. Powerhouse aktivieren, Schultern von den Ohren weg, Kopf gerade, einatmen, ausatmen, streck die Beine in zwei Schritten nacheinander nach hinten aus. Atme hier ein und ausatmen, wieder zurück. Und versuch dabei wirklich ganz ruhig zu bleiben. Einatmen, ausatmen. Halten, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, halten, einatmen und ausatmen. Noch zweimal und ausatmen, einatmen und ausatmen. Ein letztes Mal. Halten und wieder ausatmen. Und dann setz dich zurück in Richtung Fersen. Arme, Rücken lang ziehen. Und komm noch einmal in den Vierfüßler. Und aus dem Vierfüßler heraus in die Bauchlage. Und dann wollen wir zum Schluss etwas für die Rückenmuskulatur tun. Die Hände neben deinen Schultern platzieren, Kopf in Verlängerung. Roll dein Becken ein, sodass deine Wirbelsäule lang bleibt, vor allem die Lendenwirbelsäule. Drück dein Schambein in Richtung Boden und dann bring die Hände vom Boden weg. Beine, Füße ausgestreckt, einatmen, leicht absenken. Ausatmen, zieh den Bauchnabel fest nach innen und heb deinen Brustkorb etwas nach oben an. Einatmen, ausatmen. Jetzt nimm die Arme ein bisschen aktiver mit, indem du die Schulterblätter näher zueinander ziehst und die Ellbogen nach unten. Einatmen und ausatmen. Kopf bleibt in Verlängerung, das heißt, dein Blick bleibt in Richtung Boden. Einatmen und aus. Ein und aus. Und ein und ausatmen. Noch zweimal. Und ein und aus.
Und ein und aus. Stütz dich wieder mit deinen Händen auf. Komm nach oben. Setz dich zurück in Richtung Fersen. Arme, Rücken lang ziehen. Und dann roll Wirbel für Wirbel nach oben auf zum Sitzen. Setz dich in einen Schneidersitz ganz aufrecht. Kreise deine Schultern ein wenig. Und in die andere Richtung. Dann zieh deinen Kopf nach rechts. Lass den linken Arm ganz locker. Und wieder zur Mitte. Seite wechseln. Und wieder zur Mitte. Noch einmal die Schultern kreisen. Streck die Arme lang nach oben aus. Atme tief ein und ausatmen. Wieder lösen. Ein letztes Mal. Tief einatmen und ausatmen. Dann roll nach oben auf. So, das war unser Pilates Detox Programm. Detox deshalb, weil wir durch die Pilates-Atmung besonders unser Zwerchfell aktiviert haben. Wenn wir das Zwerchfell aktivieren, aktivieren wir unsere Bauchorgane und werden somit die Giftstoffe los. Außerdem haben wir die großen Muskelgruppen bearbeitet, durchblutet und sind somit auch die Giftstoffe losgeworden. Ich habe nicht nur ein Pilates-Detox-Programm für dich, sondern auch ein Yoga-Detox-Programm. Schau doch einfach im Yoga-Channel vorbei und da wirst du ein tolles Programm zum Entgiften finden. Wenn dir dieses Programm gefallen hat, dann abonnier doch einfach hier oben unseren Channel und du wirst in Zukunft kein Video mehr verpassen.